Hallihallo, liebe Leute, und dies ist wieder eine neue Folge des Kronos Contest 2019. Natürlich wieder mit eurem Kronos Star als Moderator, ist ja klar. Und ihr werdet schon gleich merken, das wird eine Folge, die unter besonderen Umständen abläuft. Und ich werde gleich noch ein bisschen mehr sagen. Jetzt will ich erstmal allerdings wieder die Jury in den Raum transportieren. Wer auf jeden Fall schon mal da sitzt, gerade aber AFK ist, der aber hoffentlich bald wiederkommt, ist G-Star. Unser Pinguin der neuen Generation und ja, auch unser Allrounder, was alte Schiffe betrifft. Gut, dann haben wir als nächstes, den ich noch in den Raum bitten kann, weil er vorhanden ist, Robin, der nicht anmoderiert werden möchte, also setz dich einfach hin. Ja, was heißt der anmoderiert? Ist ja zu blöd, hast du das letzte Mal schon gesagt. Ja, weil du es immer wiederholst, du musst immer andere Pointen einfallen lassen. Jede Sendung eine andere Ankündigung. Okay, alles klar. So, dann der nächste wäre ja jetzt Philipp gewesen, der ist aber trotz meiner eindeutigen Drehankündigung kommentarlos ferngeblieben vom Set. Und wenn ich Drehankündigungen mache, müsst ihr wissen, das ist ein bisschen wie Nigen. Aber ich habe es gesagt. Keine Ausnahmen! Und deswegen sitzen wir halt jetzt hier und vielleicht kommt Philipp ja noch dazu. Es ist auf jeden Fall eindeutig angekündigt worden. G-Star, wie gesagt, sitzt ja schon da. Der nächste Stuhl wäre dann Michels Stuhl. Warte mal. Ja, weil wir eine ganz besondere Folge haben, kommt Michel rückwärts in den Raum. Und Michel, ja, ich glaube, ich hatte schon oft genug angekündigt, für was du zuständig bist. Immer das Gleiche. Ja, was anderes. Legen Sie mir ruhig mal ein Skript vor, ja? Also, ich weiß ja nicht. Was soll ich denn, was soll ich denn sagen? Es mag grün und ich meine, Philipp mag auch nur AIDA und Codeplayer, kannst du auch nicht anderes sagen. Das ist halt Philipp, verstehst du? Was willst du da sagen? Es ist nicht so, dass wir ein buntes Potpourri an Charakteren hätten, die so vielfältig wären. So, und wer sich dann schon quasi abgemeldet, also für diese Folge abgemeldet hat, ist Drash, den können wir jetzt momentan nicht ankündigen. Der hat heute keine Zeit. Aber ich habe es ja bereits auch so gesagt, ihr merkt es ja auch selber, die Folgen, die ziehen sich immer ein bisschen. Erstens die Folgen selber und zweitens die Abstände zwischen den Folgen, weil wir einfach auch viel zu tun haben. Ich habe im Studium viel zu tun und von daher müssen wir halt solche Drehtermine wahrnehmen. Vielleicht kommt Philipp noch dazu, das ist möglich. Drash ist heute nicht möglich, aber ich habe es auch jetzt so gemacht, dass ich die Liste ein bisschen umgestellt habe an Kandidaten, die heute drankommen. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Normalerweise wären ja jetzt folgende Kandidaten dran gewesen. Nämlich einfach weiter im Text mit der Aurora Grace wäre heute, wir hatten die eingeschickt, Gig wäre heute mit der Aurora Grace dran gewesen. Dann hätten wir heute noch die Sunshine Conqueror gesehen, die Neu-Berlin, das Rettungsboot und die Capaldi. Diese Herren, die das eingeschickt haben, möchte ich gerne auf die nächste Folge vertrösten, weil ich in dieser Folge Drash gerne dabei hätte, weil ich einfach sein Know-how brauche, was Maschinenräume betrifft. Dieses Know-how brauche ich jetzt bei den nächsten Kandidaten eventuell auch, aber ist vielleicht mehr noch verschmerzbar. Deshalb werden wir einfach die nächsten fünf Kandidaten jetzt vorziehen, die jetzt quasi in der vierten Folge gekommen wären. Oder wie viele Folgen hatten wir eigentlich schon? Wir hatten doch schon drei, oder? Zwei. Nee, drei. Drei hatten wir schon. Es sind schon 15 Kandidaten durch. Das heißt, das ist die vierte Folge. Und wir machen jetzt die Kandidaten, die eigentlich in der fünften gekommen wären. Das ist, wir ziehen die einfach vor und die anderen von heute, die machen wir dann eine Folge später. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So. Gut, das heißt, wir fangen heute an. Im Übrigen, Entschuldigung, dass ich das nicht erwähnt habe, Jo ist auch nicht da. Man muss es mal gesagt haben. Und keiner weiß, wo er ist. Gut, dann wir fangen an mit dem ersten Kandidaten, der Moriarty. Das ist der Antagonist von Sherlock Holmes. Ja. Ja, doch. Ja. Also das kommt aus dem Sherlock Holmes Universum, dieser Name. Die Moriarty wurde eingesendet von Zago 1912. Und ich will jetzt hier auch nicht mehr groß rumquatschen. Wir wissen ja alle, was da war und von daher gehen wir jetzt erstmal auf die Map drauf. Gut, wir haben uns einen Eindruck verschafft. Es war auf jeden Fall kein kleines Schiff. Es ist immer, also es ist mir auch schon aufgefallen, die Leute senden jetzt schon größere Sachen ein. Insgesamt, so im Schnitt. Es ist natürlich jetzt auch so, dass wir hier gerade ein bisschen mager besetzt sind. Deswegen, G-Star ist immer noch nicht da. Der hat sich aber das Schiff schon angeguckt, weil wir das immer ein bisschen anders hier organisieren. Deswegen können nur Robin,
Michel und meine Wenigkeit momentan was dazu sagen. Ist ein bisschen mager, tut mir jetzt leid, Sago, dass sein Urteil da so mager ausfällt. Wir werden versuchen, alles abzudecken. Robin, du bist ja jetzt unser Experte für alte Schiffe im Allgemeinen. Vielleicht möchtest du mal anfangen. Ja, lege ich? Oder war die jetzt gerade ein bisschen gut? Okay. Ja, also von außen, ja, sah das halt, also es hat mich an die, nicht ganz, also die Schornsteine haben mich an die Equitania erinnert, weil sie rot waren, da fehlten jetzt noch sehr schwarze Streifen, aber und auch die Promenaden und auch diese schwarzen Pfeiler haben mich an meine alte Equitania erinnert, tatsächlich. Aber hat nichts damit zu tun, es ist auf jeden Fall ein Vierschornsteiner, deswegen haben wir das Schiff auch in das Jahr 1914 einfach mal gepackt, weil wir nicht wussten, wo wir es einordnen sollten. Und ja, das Interieur ist interessant. Also, es war sehr bunt. Wie bunt es war, wie lecker fruchtig. Extrem bunt, da war viel Orange, viel Grün, viel Gelb und ja, auf jeden Fall die Kabinen. Ich dachte schon, wir die ganzen Farben jetzt wieder aufzählen. Das hast du schon mal versucht. Ja, gut, ja, nee, ja, die Kabinen waren sehr nett. Weil er hat versucht, so viele Styles wie möglich zu verwenden. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Jedes Deck war übrigens 4 Blöcke hoch, also das war so, ja, ne? Das sieht man selten. Normalerweise ist mindestens 1 erhöht oder mal 2, aber nicht alle. Und er hat halt gemacht, dass alle erhöht waren. Ja, auch sehr interessant. Was kann man dazu sagen? Also, wie gesagt, oder was? Ja, die ist das wieder da, machen wir weiter. Also vom Interieur her ist ist halt Geschmackssache, ne? Wie man die Farben mag und so. Ja, ich meine, wir haben es auch bewertet und ja, also der Bau, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der Baustandard, das war so eine Mischung aus neu und alt so. Also von außen war es ziemlich alt, von innen war es neu, aber auch unten alt. Es ist kompliziert, ich weiß nicht. Ich gebe weiter an jemand anderen. Gut, da Gisa jetzt gerade sich einen Fisch geangelt hat, möchtest du gleich mal weitermachen, Tista? Ja, wer war denn jetzt schon dran? Ich. Robin. Okay, ja, ich dachte, weiß ja nicht, ob mich auch schon dran war, was, Ja, red einfach normal. Ja, es ist halt schwer, ja, sehr, sehr durchgewürfelt da, die Baustandard-Sachen. Also, ob man halt so ein altes Schiff abgedatet hätte, so ein bisschen überall an manchen Stellen. Sehr bunt, nicht so ganz mein Fall. Maschinen waren so, ja, so wie bei vielen Schiffen so mittelmäßig. Alle nicht so detailreich, aber es hat schon funktioniert. Die Expansionsmaschine sah schon ganz vernünftig aus. Ja, ne, wie gesagt, halt sehr bunt und sehr zusammengemixt. Aber doch so, gut. Alter Baustandard, aber es ist schon, es war jetzt nicht total schlecht, also. Okay, dann Michael, wie sieht's aus? Ja, wie man von den anderen beiden schon gehört hat, man hat gesehen, dass du ein wahrscheinlich älteres Schiff hast für den Pontus so ein bisschen abgedatet. Man sieht halt, da ist irgendwo so eine Grenze, ich glaube Speisesatzdeck, da sind die ein bisschen lauter. Da fängt ja plötzlich alles an, so ein bisschen vom Stil her sich zu ändern. Komplett am Treppenhaus ist komplett alles anders. So. Ja. Dann waren ab und zu mal so ein paar leere Räume, die nicht ausgebaut wurden, standen zwar Schilder drin, aber das ihre Räume. Auch im Bug, der Bug war ziemlich leer vorne, also da war auch nichts. Auch die Räume so, die ausgebaut waren, waren teilweise ziemlich leer. Und irgendwelche Betten einfach nur in welchen Reihen so, teilweise ziemlich langweilig. Von den Decken her, sie sagen, ich habe noch nie solche Decken gesehen, die aus Holz gemacht wurden, aus anderen komischen Materialien. Ich finde, also ziemlich viel Holz in verschiedenen Variationen und sehr bunte Decken vor allem. Also wenn man in diesem Speisesaal steht und da nach oben guckt, dann hat man halt 4 verschiedene Decken, die man sieht oder keine Ahnung. Und eine winzige Kuppel da oben und es wirkt halt so. Von der Farbzusammenstellung her ist es ein bisschen seltsam. Und unten im Maschinenraum, es gibt vorne einen großen oder 2 Kohlebunker auf beiden Seiten, wo die Kohle wieder hohl ist, ist auch wieder sehr schön. Aber ich bezweifle, dass der eine Kohlebunker alle 8 Kesselräume feuern kann. Bin mir da nicht ganz sicher.
Ich weiß auch nicht. Die Kessel sind auch ein bisschen lang, also es ja, sieht auch nicht so aus. Dann aber, ich weiß, wir haben das früher auch gemacht, aber nur weil in Max Texture Pack diese Blöcke aussahen wie Schränke. In einer Küche sägt man nichts. In einer Küche stehen keine Werkbänke. Und allgemein diese Küche. Ein riesengroßer Raum mit Öfen in Reih und Glied ohne Säulen. Auf der anderen Seite ein Ring von Waschbecken ohne irgendwelche Räume für irgendwelche Lagerung, welche besonderen Arbeiten. Ja, das fand ich jetzt nicht so toll. Ist doch lächerlich, oder? Wissen doch, was so ein Kran wiegt, oder? Aber im Gesamtkonzept ja war es schon in Ordnung, aber sehr mangelhaft an vielen Stellen. Okay. Ja, dann übernehme ich Jos Job mit, also rechtschreibtechnisch ist nichts zu beanstanden und auch so von der Originalität her, es ist eine Konstruktion. Ja, und sonst muss ich also den Leuten natürlich, also den Jurymitgliedern beipflichten. Dem muss ich leider auch sagen, es war wieder so ein bisschen Kategorie Schrödingers Schiff. Also wir haben wieder schöne Bereiche, wir haben auch wieder weniger schöne Bereiche. Es gab auch vorne, also vor Peak ist komplett leer, da hast du da irgendwie die Lust verloren. Auch unten so, da gibt es einen Laderaum, da steht ein Schild drin mit der Aufschrift Laderaum. Erstens kann ich mir das schon denken und zweitens, warum ist da keine Ladung drin? Und dann gibt es auch noch so einen netten Raum weiter vorne, ich glaube auch so einen Laderaum oder so, da ist dann so eine rote Säule drin und da ist dann so eine sehr prägnante Filmempfehlung drauf. Das, welcher Film war scheiße? Legende von Aang. Die Legende von Aang. Was auch immer das, ich habe den Film nie gesehen, was auch immer das ist. Auf jeden Fall, ja. Pff, was soll ich mit der Information jetzt anfangen als Bewerter? Ich hätte mir den sowieso nicht angeguckt. Von daher, ich kenne den ja nicht mal, von daher ist mir das jetzt auch Wurst. Die Farben innen, also. Da wirst du auch so die leise Angst, dass du der nächste Joseph Furcus wirst, weil das ist einfach sehr viel. Ich bin ja auch ein Freund von kräftigen Farben, aber man muss es dosieren, man muss es gewählt anbringen, damit es gut aussieht. Und du machst einfach sehr viel verschiedene Farben, auch verschiedenste Bettenfarben, quietschgrüner Boden und sowas. Also es ist wirklich vom Innenstil, von dem Geschmack her, was Farben betrifft, ziemlich gewöhnungsbedürftig an manchen Stellen. Aber sonst hast du eigentlich ein großes Schiff hier abgeliefert. Die Sicherheit zum Beispiel auf dem Schiff war auch gegeben. Es ist sicherlich nicht die schlechteste Einsendung. Es ist insgesamt schon solide gewesen. Das Heck hat mir gut gefallen. Die Schiffsschrauben waren ordentlich. Die Steering Engine war gut positioniert, sagte G-Star. Und ja, aber an manchen Stellen, wie Michel schon gesagt hat, auch noch ziemlich mager. Und auch diese Küchen da. Also, da muss ein bisschen was anderes kommen mittlerweile. Ganz ruhig, heutzutage baut man ja mehr mit Beton und nicht mehr so mit Wolle, also Wollschiffe. Das ist wahrscheinlich auch ein älteres Schiff, ich weiß es jetzt nicht. Das, ja. Aber sonst insgesamt macht es doch einen guten Eindruck, besser als andere Einsendungen. Von daher, danke für die Einsendung und wir gucken mal, wie es weitergeht. Gut, wenn dann nichts mehr weiter ist, würde ich sagen, kommen wir schon zum nächsten Kandidaten, ne? Mhm. Und der nächste Kandidat, das ist kein geringerer als Admiral Fox. Mit der SS Amazonia. Warum, das kenne ich ja. Da hat er mich Admiral, mal eingeladen drauf. Aber Admiral, ja, gut, okay. Fox kennen wir schon vom Namen her. Ich bin gespannt, was er abliefert. Ja, einen Eindruck konnten wir uns jetzt auf jeden Fall verschaffen. Robin, brennt schon die Kritik unter den Nägeln. Robin, feuerfrei. Ja. Also, das ist eher was Persönliches. Und zwar ist es halt so, du hast mich ja damals mal das Schiff anschauen lassen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es jetzt genau das Schiff war, weil die Front sah doch ein bisschen anders aus, als was ich gesehen habe. Aber meine Kritik ist egal, es ist, bleibt gleich. Ich habe dir damals gesagt, das Stil halt passt nicht zum Schiff. Daraufhin hast du jetzt die Jahreszahl geändert. Ist okay, auch wenn das trotzdem nicht ganz passt, das wird Gisa wahrscheinlich gleich sagen. Aber du hast meinen größten Kritikpunkt nicht beachtet und das nehme ich dir sehr übel. Ich habe dir gesagt, du musst mehrere Lampen einbauen. Das Schiff ist einfach zu dunkel. Und wie ich sehe, hast du nicht auf mich gehört. Du hast dich, glaube ich, auch noch darüber beschwert, dass ich das gesagt habe und so, aber... Na mach doch deinen Scheiß! Ja, schön für dich, aber du hast es halt auch noch nicht geändert. Und das ist halt ein großer Kritikpunkt. Es ist einfach zu dunkel an manchen Stellen. Da sind so Gänge, die sind komplett dunkel. Restaurants, das ist eine komplette Ecke, wo sogar noch ein Gemälde hängt, dunkel.
Was ist auf dem Gemälde drauf? Hitler? Will man das nicht sehen? Ist das so verdeckt in der Dunkelheit oder... Ich verstehe es einfach nicht. Die Gänge, die sind komplett wirr, also vorne, da geht man um so irgendeinen Schacht rum und dann wieder nach links und nach rechts, dann ist er nur ein Block breit und richtig dünn, richtig kurios auf jeden Fall, so eine komische Bibliothek, was auch sehr interessant war auf dem Schiff, aber ein Saal für Studenten, was auf so einem Erste-Klasse-Schiff nach Rio de Janeiro überhaupt keinen Sinn macht, ich meine, das Easter Egg mit Max und dem Stein war lustig, ja, haben wir gelacht, ja, aber gibt halt trotzdem keinen Sinn. Und ja, das ist halt, ich denke, der Rest wird mehr dazu sagen, aber ich muss noch was Positives anmerken. Die Bilder, die du aufgegangen hast, diese speziellen, hier mit diesen Plugin gemachten Bilder. Image-to-image. Halt, ja, fand ich sehr gut. Und das Rettungsboot, was man ausschwenken konnte mit einem Knopf, das dann nicht ausgeschwenkt ist, das fanden wir auch sehr gut. Das hat Pluspunkte gegeben, so. Ja, das war's von mir, das nicht auf mich gehört, das fand ich jetzt nicht so super. Aber du musst ja wissen, was passiert. Das ist dein Problem, nicht meins. Also, weiter geht's an den anderen Leuten hier. Okay, die ist da, ist nächster. Ja. Also, wir hatten jetzt ja davor so ein anderes Schiff und da dachte ich eigentlich so, das Interieur ist nicht ganz so Bombe. Und du hast mich davon überzeugt, dass es doch eigentlich bombig war. Also irgendwie besser als deins. Denn, ich weiß nicht, deine Räume, ich bin da reingegangen und es war alles irgendwie leer, wie Robin hat schon gesagt, die Lampen fehlten halt an so vielen Stellen, es war immer dunkel. Dann fehlten da, weiß ich nicht, im Treppenhaus, alles leer, riesiger Tanzer, keine Stühle. Und dann, mein größter Kritikpunkt ist deine Logik in diesem Schiff. Die Heizer ersticken alle, es gibt keine Lüftung, da doch eine Lüftung gibt's da vorne, aber mehr gibt's da nicht. Deine Kuppel ist kaputt hinter dem einen Schornstein. Das Flugzeug, kann nicht starten und das ist sowieso unlogisch für die Zeit irgendwie so ein bisschen, wie Michel. Du meinst es doch, glaube ich, ne? Das ist ja auch die Bremen, hat ja ein komplett anderes Flugzeug und das da, was du da hast, ist wahrscheinlich sogar viel zu schwer, um da überhaupt gehandelt werden zu können, so. Ganze Kabine und sowas. Dann hast du da unten nämlich so Kohleluken, die irgendwie bei jedem Wellengang abgeschlagen werden können, weil die so tief sitzen. Und deine Maschine war irgendwie auch nicht ganz so. Der Burner sah mehr aus wie so ein Raumschiff, was da unten drin liegt. Und ja, und dann waren da hinten noch so Ladeluken, wo du Geschütze drin gelagert hattest. Nur, ich meine, ganz ehrlich, so eine riesen Luke, das war auf Wasserlinie fast, ne? Nein, die Höhe, glaube ich. Echt? Ja, auf jeden Fall war es immer noch sehr, sehr niedrig und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Hafenkai gesehen hast, aber so niedrig sind die gar nicht. Also ich weiß ja nicht, Max Southampton Map und so, das ist schon ziemlich hoch, so ein Hafenkai. Also, Und ich weiß auch nicht, für welches, kommt das Schiff aus Deutschland? Oder woher kommt das? Mhm. Hamburg. Ich weiß auch nicht, für welchen Krieg die sich rüsten in der Mitte der 20er. Ich weiß es nicht. Aber... Waffenexport nach Brasilien halt wahrscheinlich. Ja. Warum? Oder was? Krupp. Keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, die Sache mit den Bildern war auf jeden Fall cool und auch das Rettungsboot, wie Rom schon gesagt hat. Aber es hätte halt noch mehr sein können am Interieur. Also das... Vor allem, wenn Robin dir diese Tipps gegeben hat. Und das hat halt... Naja. Aber ansonsten so im Insgesamten ist nicht mega schlecht jetzt. So, okay. Dann Michael noch. Sagen, von außen fand ich es eigentlich ganz her mit den Aufbauten. Das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Das Heck war daher eher so ein bisschen leer und karg und ein bisschen... Es war halt einfach zu wenig. Innen drin zieht sich ein selber Stil durch alle Räume, halt nur mit anderen Farben, aber es ist immer irgendwie dasselbe. Es ist zu dunkel, zu leer, wie die Menschen gesagt haben. Ja, du kannst in Frachträume auch Fenster reinmachen. Also die können da auch Licht drin haben. Weil es sieht einfach komisch aus, wenn im gesamten Bug kein einziges Fenster drin ist. Fracht wäre auch gut. Ja, Fracht wäre auch schön. Wie gesagt, das Flugzeug kann nicht wieder auf Deck gestellt werden, also da ist kein Kran, der das irgendwie hinkriegt. Diese zwei Kräne da an den Ladeluken, das funktioniert so nicht. Dann die Sportfelder waren, glaube ich, ein bisschen klein, aber die Kabinen wirkten ein bisschen sehr modern, also mit den Balkonen oder Veranden teilweise, was das war, mit diesen bodentiefen Fenstern vom Stil her.
das passt nicht in die Zeit. Also, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Die Kesselräume waren auch wieder sehr groß und hatten wieder sehr kleine Kessel. Bitte was? Erfahren war ich weg. Du warst kurz weg. Also, die Kessel sind auf jeden Fall viel zu klein. Ja. Wie im Schiff davor schon. Ja. Ja, musst du halt ein bisschen mehr darauf achten, dass du auch Räume ausbaust, die noch irgendwie wie versteckt sind oder so. Aber es hat mich jetzt nicht so... Okay. Ja, dann noch ein paar Sachen von mir, die mir aufgefallen sind. Also erstens, ich bin kein Geologe. Es ist auch nicht mein Beruf, den ganzen Tag über Steine zu reden. Ich habe von Stein her so Grundahnungen. Ich bin im geowissenschaftlichen Bereich so studientechnisch tätig, aber ich bin jetzt nicht primär Geowissenschaftler. Das ist eher der Job von dem richtigen Studiengang Geowissenschaft. Das sind so Steinkundler. Ich bin eigentlich eher Umweltwissenschaftler. Also so Klimawandel teilweise auch, teilweise was mit Pflanzen, mit Wasser und sowas, ne? Oberflächengewässer, Flüsse, Seen. Deswegen war das schon mal nicht korrekt, weil ich werde, wenn ich über Steine referiere, nicht viel sagen können. Sonst aber nettes Easter Egg. Es gab auch Sachen, die mich hier sehr positiv gestimmt haben. Also diese ganzen Bilder. Ja, ich habe es schon mal probiert, bei mir auch in diesen Rahmen zu arbeiten, dass man da so echte Bilder irgendwie auch von, ja, von Google Bilder irgendwie runterzieht und die dann da reinspeichert und dann da aufhängt. Das hatten wir schon mal. Somit kann ich mich noch daran erinnern. Auch vom, also dieser, ich habe es damals Russendampfer genannt. Entschuldigung, falls jemand dabei ist, den das jetzt irgendwie beleidigen sollte. Ist nicht als Beleidigung gemeint. Nee, aber es war mal so ein schlichterer Dampfer, auf dem auch so das Heute-Journal lief, so auf den Kabinen. Und das waren auch solche Sachen. Und das hast du auch gemacht. Ich habe das mal versucht, habe ich nicht hinbekommen. Leider. Aber das ist schön. Dann auch dieser David, den man ausschwenken konnte. Einwandfrei habe ich so auch noch nicht gesehen. War eine Überraschung für mich. Du hast auch immer wieder versucht, so ein paar Easter Eggs hier einzubetten. Und da werde ich ja auch immer stutzig. Weil du natürlich versuchst, mit diesen Easter Eggs auch so ein bisschen abzulenken von den eigentlichen Unzulänglichkeiten, die das Schiff eben aufweist. Generell erstmal, wenn Robin bei dir irgendwas kritisiert, dann ist das kein Anlass für dich, beleidigt zu sein. Das ist nicht die Intention dahinter, dass Robin was kritisiert, vor allem wenn du Kritik verlangst. Jetzt! Leck mich am Arsch! Sowas Cooles habe ich ja noch nie gehört! Sondern dann ist dann bist du dazu angehalten, dir die Kritik anzuhören, drüber nachzudenken, könnte er recht haben und dann eine Schlussfolgerung draus zu ziehen. Der Robin hat dir gesagt, dass da kein Licht ist und dass das viel zu dunkel ist und vielleicht auch noch viel zu leer. Vom Stil her, okay, ne, das, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Wenn ihr da nicht unbedingt eine Jahreszahl mit reinschreibt oder so und vielleicht ein bisschen ein Fantasieschiff sein soll, dann könnt ihr stiltechnischer machen, was ihr wollt. Aber es ist einfach zu dunkel. Es ist einfach ein Fakt, das ist keine Beleidigung von Robins Seite. Und nochmal so eine Kritik an deine ganzen Mitarbeiter, weil ich glaube, du arbeitest nicht allein. Wer arbeitet denn mit ihm zusammen, weißt du das? Ich glaube, du arbeitest relativ allein. Da hat einen Server, da ist noch jemand drauf gewesen, aber ich weiß nicht, wer es war. Also ich glaube, aber er steht halt in Connection auf jeden Fall mit Leumeiner, also mit Grady und so. Echt? Oder? Also ich dachte, hatte nicht den Eindruck, dass Admiral Fox alleine arbeitet. Also ich weiß nicht, weil hinten stand halt so ein Modell, glaube ich, der Capaldi oder sowas. Und ist die nicht von Grady? Ja. Also deshalb glaube ich schon, dass da... Also für den Fall, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, gilt diese Kritik jetzt den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Warum sagt denn von euch keiner was? Fällt das da keinem auf? Seid ihr alle mit Stirnlampen unterwegs? Will jemand 4? 12? Leute, ich flipp gleich aus! Warum denn 12? Ja, ich weiß. 6 Töchter, jede davon hat einen Bruder, kommt man auf 12. Sie denken aber 20 Meter zu wenig. Dass es da einfach zu dunkel ist, das muss doch mal irgendwo auffallen. Das muss doch zur Sprache kommen. Oder auch, dass zum Beispiel halt so öffentliche Bereiche wie Treppenhäuser, da kann man noch mehr mal eine Pflanze reinstellen. Mal so ein Art-Deko-Stuhl, irgendwas, was da noch den Raum so ein bisschen füllt. Das ist einfach so, so schlicht leer und das ist einfach, ich weiß nicht, was ich mit diesen Räumen auch anfangen soll. Das ist einfach, manche Kabinen auch gar nicht so, also ich glaube, wir haben sogar leere Kabinen gesehen oder teilweise auch Abschnitte in Kabinen, die einfach leer waren. Viele Kabinen und auch nicht nur Kabinen von Passagieren, auch Crew-Kabinen und sowas oder Lagerräume, viele dieser Räumlichkeiten haben auch überhaupt kein Licht. Also du hast irgendwie so ein bisschen ein Problem mit Glowstone, habe ich das Gefühl. Und also wenn dir das mal irgendjemand sagt, dann nimm mir das zu Herzen und mach mal deinen Shader raus, falls du einen drin hast, oder mach mal auf Helligkeit düster in Minecraft und geh nochmal durch und lass nochmal jemanden anders hinter dir durchgehen. Und dann kannst du denjenigen nochmal fragen, wo vielleicht noch eine Lampe angebracht wäre.
Weil das geht ja jetzt nicht so. Von außen war das Schiff natürlich schön. Also das ist einwandfrei, kann man nichts sagen. Die Sache mit dem Flugzeug ist mir auch aufgefallen. Also die nächste Riesenwelle schwappt das weg. Das würde man nicht auf dem Bug positionieren, aber okay. Ja, insgesamt, also von außen beeindruckt das Schiff natürlich auch durch seine Form, durch seine Größe, durch seine ganze Erscheinung, aber von innen ist halt schon very empty, ne? Also da sind einige Räume, auch der Speisesaal ist nett gebaut und alles, auch das Schwimmbad und so Räumlichkeiten, die haben schon gut gefallen, aber es ist halt immer so dunkel und ich weiß halt nicht, ne? Und auch teilweise halt wirklich leer und verwirrend. Also da musst du auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, um auch mal das Verständnis Schiff noch etwas zu vertiefen. Und ja, so viel erstmal von meiner Seite. Insgesamt aber trotzdem noch eine, ich sag's immer öfter, das stimmt ja auch, eine solide Leistung. Es ist jetzt nicht die schlechteste Leistung hier. Sie kann immer noch in gewisser Weise mithalten. Ihr dürft aber nicht vergessen, wir verabschieden uns hier von 15 Kandidaten in der ersten Runde. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussehen wird. Ich würde das Schiff gern nochmal sehen in der nächsten Runde mit Verbesserungen. Mit allem, was wir jetzt so kritisiert haben, das umgesetzt. Ich weiß aber nicht, ob das Schiff so weit kommt. Das werden wir dann sehen, wenn alle bewertet wurden und dann werden die unteren 15 aussortiert. Gut, ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen exotischer, ein bisschen abwechslungsreicher auch. Jetzt kommt nämlich der Creeper Freak mit der Isla Nublar. Und das ist jetzt Content aus Jurassic Park, habe ich mir sagen lassen. Okay, da gehen wir mal drauf. Ein Tyrannosaurus Rex und ein Nashorn und ein Triceratops. Max, wir sind im Jurassic Park. Es ist ja fantastisch. Also ihr seht schon, wir haben jetzt versucht, hier einen Jurassic Park für Arme zu bauen, einfach um dem Schiff gerecht zu werden. Ja, den Soundtrack dürfen wir leider nicht spielen aufgrund von rechtlichen Dingen. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht, wie es rechtlich ist. Also Star Wars Soundtracks gehen teilweise ja auch, nur man kann halt dann nicht, ne, man hat Einschränkungen, aber es geht teilweise sogar. Ja, aber somit haben wir jetzt halt den Jurassic Park für Arme. Ja, okay, also. Erstmal darf ich jetzt Jo mit in der Konversation begrüßen. Hallo. Der sich jetzt auch, wenn ihr Bock drauf habt, hinzugesellen kann in Eigenregie. Und dann muss ich noch sagen, falls ihr euch wundert wegen der Köpfe hier, diese Burger haben wir auf dem Schiff gefunden, in der Küche. Und da haben wir gesagt, die wollen wir mitnehmen. Und mich hat wieder das obligatorische Geschenk. Max fühlte sich etwas beleidigt, weil der Burger in die Zunge rausschrieb. Okay, und das haben wir ihn gleich mitgenommen. Also wir haben die Isla Nublar. Das ist jetzt eine Fähre, die kommt aus Jurassic Park. Und, ja, also das da unten. Ich werde sie sicherlich auch mal einblenden. Und ja, möchten wir mal vielleicht mit Michel anfangen. Ich habe den Film nicht gesehen, weil ich Dinos nicht mag, kann dazu wenig sagen, aber es... Bitte lauter. Von Anfang an oder nur das Ende? Nein, weiter. Einfach weiter. Ja, also... Um Stil hier war es in Ordnung, aber es hat mich jetzt nicht umgehauen. War ganz interessant. Okay. Also, du magst also diese süßen Geschöpfe da unten nicht, ja. Diese Dinos, diese Schafe. Chisa. Wir haben hier einen Huhn, ein Schafe, eine Kuh, die irgendwie ihren Kopf hier in der Bank drin hat. Und das ist mein Jurassic Park. Und ich gehe davon aus, dass sie das wieder aufräumen werden. Muss so, ich ja, dann, Gisa, wie fandest du die Fähre? Ja, also ich habe dann natürlich mal gegoogelt, ob das Ding wirklich aus dem Film ist. Das ist tatsächlich, hätte ich jetzt aber auch nicht mehr gewusst. Ja, und also Exterieur eigentlich ziemlich gut. Ich meine, das ist halt die Fähre, das sieht halt so aus. Interieur, keine Ahnung, hat halt zu einer Fähre gepasst, vielleicht nicht ganz vom Stil, aber sonst auch nicht so schlecht. Okay. Ja, Maschine, ich habe keine Ahnung, wir haben ja auch rausgefunden, dass das Ding Swoff heißt oder so. Keine Ahnung, ich kenne so Swiffer, ich kenne was, das heißt Swiffer, das sind diese Staubdinger da, wo mit Staub von Regalen wischt. Aber die waren jetzt gerade nicht gefragt. Ja, und sonst halt, ja, Maschine sah maschinig aus und so, also im Groben und Ganzen nicht schlecht für das, was es ist. Okay, und dann haben wir noch Robin? Ja. Wie sieht's Fähre. Aus? Ist eine Fähre, ja? Ja, die Fähre. Schön. Hast du den Buzzer irgendwie bewusst an, oder? Nee, sieht dann aus wie die Fähre, aber versucht halt die Fähre. Dann Nublar dazu machen und war das schön. Nett, gefällt mir. Interieur, ob das jetzt so für ihn aussehen würde, weiß ich nicht. Ich glaube eher, es ist einfach nur
nachts rein, weil, ja, ich denke nicht, dass die Fahrt lange dauert. Vielleicht schon, wer weiß das schon. So. Ganz nett, so. Also, jetzt kommen wir rein. Also, du siehst schon, hier sind nicht zu breite Meinungen vorhanden. Du hast eigentlich ganz gut abgestaubt, muss man sagen. Was aber auch der Tatsache geschuldet ist, dass einfach mit einem Katamaran natürlich nicht viel vorhanden ist. Also, du kannst nicht viel von den Maschinen zeigen. Ein Swath mit Katakan. Entschuldigung, ein Swath. Also erstmal, es ist nicht viel vorhanden mit einem Swath, weil einfach nicht viele, ja, du kannst von den Maschinen her nicht viel zeigen. Das ist auch ein Vehikel, das hat keine Rettungsboote zum Beispiel. Du kannst vom Sicherheitsaspekt nicht viel zeigen. Du kannst einfach nicht besonders viel zeigen, außer halt, dass du das Teil nachbauen kannst, auch vom Rumpf her, und dass du dir Gedanken machen kannst vom Interieur her. Da haben wir auch die Burger raus, das war nett. Das Teil gibt mir echt total die Heebie-Jeebies, weil man da von unten so nach oben auftaucht und dann erstmal so diese, also ich finde das unheimlich einfach, Entschuldigung, das ist einfach, ich finde normale Schiffe so vom Tiefgang her nicht so unheimlich wie dieses Teil, das hat mich echt gekitzelt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Phobie oder was? Ja, bist du wahrscheinlich eine Phobie gegen Swaths, weil das ist einfach, das habe ich jetzt unter Wasser nicht so erwartet. Ich dachte, es wäre ein Katamaran. Gista, könntest du bitte den Park wieder abbauen? Ja, ich so. Fühle schon die Tiere wieder nach. Genau, ich war nicht darauf vorbereitet und dann ist da so Tauchboot-ähnliche Dinger ja unter Wasser, auf denen das Teil quasi unterwegs ist. Und das ist einfach, ich finde das gruselig einfach. Gut, aber das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun eigentlich. Sonst insgesamt, ja, sehr, sehr gut gebaut, das Teil. Das Problem ist halt, dass andere Leute hier riesen Liner einschicken mit 4 Schornsteinen und zig Decks und sich halt dann verhaspeln und sowas teilweise und eine schlechtere Bewertung kriegen und du schickst halt jetzt hier diesen Swath ein und... Mensch, der heißt halt so. Ja, und schickst halt diesen Swath hier ein, der ist halt wesentlich kleiner und unkomplizierter an vielen Stellen, auch im Interieur vor allem, und kriegst halt eine bessere Bewertung. Und das ist jetzt nicht zwingend unfair, weil du einfach dann hier taktisch klug gehandelt hast, aber nicht, dass dann in Zukunft die Leute nur noch Swaths einschicken. Das sah gerade auch gut aus, die Robbe mit seiner raushängenden Zunge bei diesem Kopf da, diesem Kaninchen hinterhergelaufen. Also, das müssen wir einfach... Es ist interessant, war mal was Neues auf jeden Fall, dass du auch hier abgestaubt, punktemäßig. Ich würde mich aber in Zukunft nicht drauf versteifen in den nächsten Runden, weil du kommst relativ sicher in die nächste Runde. Aber da würde ich mich nicht drauf versteifen auf dem Modell. Vielleicht hast du ja auch noch was anderes, was du uns dann in Zukunft zeigen möchtest. Ansonsten, gut, das war jetzt mal so viel. Und nochmal für diejenigen, die es jetzt interessiert, also ein Katamaran ist so ein... Teil, das auf 2 Kufen fährt quasi, und Swath, der fährt quasi auch auf 2 Kufen, nur dass die nochmal verbunden sind mit so U-Boot-ähnlichen Gebilden, an denen Schiffsschrauben dran sind. Ne? Wie so. Und die haben ein Loch in der Mitte. Also die fahren auf 4 Stelzen. Nee, die sind noch verbunden, aber da, die gehen so ein bisschen nach unten eingedrückt, also die bilden so ein Loch in der Mitte. Aber also, die sind durchgehend verbunden. Ja. Also es ist mir, ihr müsst mal googeln, ja, Katamaran und Swath, S-W-A-T-H. Zumindest bei diesem Nubla-Ding waren sie durchgehend verbunden. Ja, okay. Oder ihr googelt einfach mal direkt dieses Isla Nublar-Ding aus Jurassic Park. So, okay, soviel erstmal dazu. Von daher würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Kandidaten über, der da wäre. Minecraft Aida Cruises mit der RMS Afrika. Für was? Nein, gucken wir uns erstmal an. Gut, da haben wir uns einen Eindruck auf jeden Fall auch verschaffen können. Bevor wir jetzt aber anfangen zu bewerten, möchte ich erst nochmal ganz herzlich Philipp mit dazu begrüßen, der jetzt auch den Weg zu uns gefunden hat. Wo auch immer der herkommt. Ja! Okay. Gut, und jetzt wurde dieses Loch hier endlich wieder gestoppt. Der Stuhl ist wieder besetzt. Bevor Michel anfängt, irgendwann der Verfechter der Farbe rot zu werden, sollten wir ihn vielleicht jetzt anfangen lassen. Also. Erstmal haben wir das Schiff nicht gefunden. So. Dann guckten sich das Schiff so von außen an. Also wir hatten es erst nicht gefunden, aber dann schon. Ja, dann hatten wir es gefunden, Glück gehabt. Dann guckt man sich das Schiff so von außen an und denkt sich so, da fehlt doch irgendwas. Richtig. Es ist kein einziger Vent an Deck. Alle Leute unten im Schiff sticken, weil sie einfach keine Luft bekommen. Sie kriegen keine Luft. Wie soll man das verantworten? So.
Dann gehen wir so ein bisschen weiter durch. Ja, so ein paar nette Sachen sind dabei. Aber man einem überkommt so eine Langeweile, weil es irgendwie so dieses typische Standardschiff ist. Dann guckt man sich weiter um und sieht, hier wurde alles kopiert, wurde die Kopierfehler nicht repariert, hier ist alles gestackt, hier sind Kopierfehler, die man ignoriert hat, Schranktüren, Laderäume wurden kopiert, dann war da plötzlich ein Tor in einer Schotte im Laderaum, was einfach keinen Sinn macht. Also da war eine Schotte, wo einfach ein Tor war, das war eine Sicherheitslücke, und dann war das Tor auf der einen Seite da, auf der anderen Seite war es halt abgeschnitten. Auf der anderen Seite war es so, als ob es eingestürzt war. Dann das Ding im Heck, also der Tiefgang im Heck, und das ganze Heck war leer, da war nichts. Das Heck war leer. Sogar die Lampe also, da drüber. Also da war einfach nichts. Also sorry, aber ich fand es absolut langweilig und nicht vollständig. Und wir wollten vollständige Schiffe und das war es nicht. Also Buzzer. So, da ist der erste Buzzer. Dann G-Star, hast du einen ähnlichen Eindruck bekommen? Die britische Admiralität ist traurig. Ihr Schiff könnte nicht in den Kriegsdienst gehen. Kein Torpedotreffer kann dieses Schiff unverletzt lassen. Denn dieses Schiff hat eine klaffende Wunde, dieses Heck. Ein Torpedo und dieses ganze Schiff liegt auf dem Grund des Atlantiks. Können Sie sich das vorstellen? Und Ihre Ladeschächte, die sind sowas von unlogisch. Sie sind riesig, da könntest du einen LKW drin einladen und jede Welle lässt dieses Schiff an dieser Stelle brechen. Und außerdem hast du, ich weiß gar nicht, wie du schon gesagt hast, da sind nicht mal Kräne an diesen ganzen Schächten. Bitte, was machst du denn? Sendest du irgendwelche Notzeichen, SOS oder... Ey, das ist hier ultra mega übel jetzt hier wieder. Junge, jetzt kriege ich jetzt langsam hier... Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Ne, und halt von innen, wie gesagt, sehr, sehr standardmäßig, ja. Und wie gesagt, dann diese Logik ist halt ein großer Punkt, der halt komplett missachtet wurde. Ja, und somit, was weiß ich, ich weiß nicht, ob es ein Buzzer wird oder nicht. Also mir hat es nicht gefallen. Okay, dankeschön. Dann, Philipp, gab es an Bord Käsecracker? Es war nicht der Mond. Weißt du, dann gehst du auf dieses Schiff drauf, dann hast du denkst du nichts Böses, sieht von außen schon mal 0815 aus. Und dann gehst du da drauf und siehst erstmal leere Räume. Ganz viele davon. Da steht Seaman drauf und da ist nichts drin. Dann hast du einen Raum, da stehen irgendwelche komischen Schilder drin, da ist nichts drin. Und dann hast du einen Raum, da ist eigentlich auch nichts drin, aber der ist mit grünen Wänden ausgestattet, grünem Boden, grüner Decke und pinken Säulen. Und da fragst du dich natürlich, machst du da jetzt, ne? Lass es da aus oder lässt es bleiben, weil das schon sowieso schon so behindert ist? Und ich weiß nicht, also ich zerreiße gerade Papier, weil ich so aggressiv bin. dann hinten dieser leere Raum, da sind auf einer Seite sind schon die Bullaugen eingeschlagen, also die sind da reingemacht worden, und auf der anderen Seite ist mit Glowstone-Blöcken noch die Position markiert, wo die Bullaugen rein sollen. Und das Schiff wird uns als fertig verkauft. Jetzt reicht's mir langsam! Haben die kein Bandmaß, was 8 Meter lang ist? Junge! Ach, Mensch, hör auf! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass ein Schiff, was aus fertig rausgebracht wird, nicht fertig sein kann. Und es ist einfach Müll. Dieses Schiff ist nicht gleichzeitig fertig und nicht fertig, sonst ist es einfach nicht fertig. Ja, aber in dem Kontext ist es ja fertig und... Weiß ich, ist es... Außerdem, die Schotten, die gehen halt, da ist man halt auch wieder eingeschlossen, und das haben wir rausgefunden, ist also Highway to Heaven. Ich hätte jetzt zwei Wochen
Urlaub von diesem Contest hier und ich könnte jetzt schon wieder gehen. Ey. Und der hat sich, man muss dazu sagen, Philipp hat sich ja die ersten drei Schiffe gar nicht angetan. Ich meine, wir sind ja schon länger im Dienst, er kam jetzt eben erst. Und ihm also Max, jetzt wie schon gesagt, wieder. Das Schottsystem nenne ich ab jetzt Highway to Heaven, ja? Okay. So, es war ja eigentlich ein altes Schiff, das 1902 angesetzt war. Robin, du bist ja schon erfahren, was alte Schiffe so betrifft. Auch 1902 ist ja so dein Metier eigentlich. Hast du das Alter da auch so wiedererkannt? Warst du zufrieden oder unzufrieden? Also von außen kann man das schon 1902 machen. Das geht schon. Also das ist simpel. Von innen, ja, also es war ein reines zweite Klasse Schiff, muss man sagen. Also, nein, war es nicht. Es war ein zweite und dritte Klasse Schiff. Da kommen wir auch zum Punkt. Die dritte Klasse hatte einen sehr lustigen Massenschlafsaal. Oder war es Crew? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einen sehr großen. Es ist zwar richtig, dass solche Schiffe Massenschlafsäle besitzen. Aber, na gut, okay. Kaiserkasse war auch sehr... Ja, aber Moment, das war ja... Nee, da es ein britisches Schiff ist. Und britische Schiffe haben das nicht mehr gehabt seit 1890er. Weil da hat die Verordnung das, glaube ich, so gesagt, dass es nicht mehr geht. Aber wäre es jetzt ein deutsches Schiff gewesen, dann wäre es okay gewesen mit dem Massenschlafsaal. Aber da ich jetzt nicht glaube, dass das... War hinten, was für eine Flagge war hinten? Verdammt, weiß es nicht mehr. Aber die britische. Okay, also das Schiff hatte Heimathafen Belfast. Das Ding hatte sogar eine italienische Flagge oben. Okay, dann ist das der Massenschlafsaal ein bisschen übertrieben, weil die hätten schon... Also ein kleiner, ist relativ kleiner ist gut, aber ich glaube, der war ein bisschen zu groß. Und, was schon angesprochen wurde, dieser Anstrich, ne? Der geht mir so auf den Keks, ich glaubte gar nicht. Also dieser typische White Star Line Anstrich, der ist so... Also auch wenn der Schornstein jetzt eine andere Farbe hat und nicht offiziell White Star ist und das und der Mast und so. Aber diese Kombination aus einem gelben Streifen, gelber Schornstein... Fast brauner, gelber Mast. Ne. Ich kann es nicht mehr sehen. Okay. Es ist... Mein Freund Dr. Wopper, der hier sitzt, der hat auch schon... Der hat auch schon Probleme, also... Das kann man nicht beschreiben, Max. Dr. Wopper, okay. Ja. Dr. Wopper. Tschüss, vielleicht können Sie ja die Zeit nutzen und dieses Eisenbahnsystem hier mal wieder entfernen. Ja, jetzt kommen wir fast los. Ich war voll. Also, muss los. Dann hätte ich auch noch was. Und zwar, ich meine, die Jury hat es wieder gut abgedeckt hier. Die Worded-Fehler, damit meinten wir halt genauer, dass vor allem die Kabinen kopiert wurden und wenn man die halt spiegelt auf die andere Seite dann kopiert, dann sind halt die Schranktüren in der Regel nicht richtig rum. Das heißt, man muss die dann wieder abbauen, wieder neu hinsetzen. Das ist jetzt hier nicht geschehen. Das heißt, bei euch oder bei dir in dem Fall fehlt es einfach auch an der Kontrolle, dass du kontrollierst, ob alles geklappt hat. Da ist keine besonders große Sorgfalt drin. Ansonsten ist auch teilweise halt, bis auf die Treppenhäuser vielleicht, ist der Rest aber ziemlich uninspiriert. Also auch diese zweite Klasse-Kabinen. Das ist halt, ich habe zu Robin vorhin schon gesagt, es gibt so ein Video von der Wilhelm Gustloff, wo so zwei Damen ihre Kabine betreten und da so reingehen und sich so, du kannst ihren Blicken förmlich ablesen, was die denken. Die denken sich, oh, das ist aber bescheiden für das Geld. Und ungefähr so fühle ich mich auch, als ich mit Robin unsere Kabine betreten habe. Da war rosa Boden mit grauen Betten drin und einem Schrank. Das war sehr gut. Und ja, und ansonsten auch so, also das ist einfach... Auch hinten, das ist alles leer gewesen da unten im Urlaubbereich. Dann hätte ich mir gedacht, okay, vielleicht brauchst du den Platz auch einfach nicht. Vielleicht hast du dich ein bisschen verkalkuliert. Dann ist das so ein Transitbereich und dann sind die ganzen wichtigen Maschinenteile einfach vorne drin. Dem war ja aber auch nicht so, sondern da fehlen ja teilweise Pumpen, da fehlen Kondensatoren, da fehlt ja alles. Eine Baustelle für Vollidioten. Genauso eine Vollidioten, wie diese Norweger sind. Vollidioten. Deswegen sind die auch nicht in der EU, weil die am Leben vorbeilaufen, diese Spinnerbande. Und von daher stelle ich mir dann halt die Frage, ja, bauen wir jetzt Schiffe oder lassen wir es? Also, das ist so ein Speed-Projekt teilweise wahrscheinlich auch gewesen. Ja, was ist denn jetzt? Macht das jetzt, ist das jetzt ein Hobby oder ist das jetzt hier... Das hat er schon ziemlich lange angekündigt, glaube ich. Das war ziemlich lange schon in Bildern. Ja, das ist schon längst lange draußen. Das ist schon lange draußen gewesen. Okay, aber ist das jetzt ein Hobby oder ist das jetzt eine Phase oder wie ist das jetzt? Also, ja, verstehst du, so unfertigen Schiffen, was sollen wir denn da anfangen? Und warum lacht die Jury schon wieder? Ob das eine Phase ist? Ja. Das ist also, wie man betrunken ist oder was? Ja. Ich meine, was soll denn das?
Das geht doch nicht. Da muss doch, ich glaube, er ist ja auch in der SBC, das stand ja vorne dran. Das ist ja eine Gruppe. Da muss doch mal einer noch vielleicht kontrollieren, ob alles da ist oder so. Was meinst du, was passiert, wenn ich so elementare Sachen vergesse? Dann steigen mir die Herren hier aufs Dach. Und ich muss mir sowieso von Michael ständig anhören, dass ich keine Schiffe bauen kann. Von daher, und genau, was dann zu horrend hohen Zusatzkosten führt, weil ich es dann versuche, Michel recht zu machen. Dank Michel habe ich die Titania komplett entkernt. Dank Michel kriegt die Tyrannik einen komplett neuen Bug, ein komplett neues Heck. Das sind alles Kosten, die ich immer eigentlich anrechnen müsste. Da bin ich pleite. So. Aber genau so muss man das theoretisch machen, weil durch solche Kritik spornt man dann die Leute natürlich an, dann nochmal eine Schippe draufzulegen. Und diese Schippe fehlt auf dem Schiff. Diese Ladeschächte, wie groß, also das ist einfach auch sehr groß, von der Statik her wird das wahrscheinlich nicht aufgehen. Anstrich, okay, das musst du selber wissen, wie du dein Schiff anstreichst, ja. Ich würde halt ein bisschen noch zur Originalität raten, aber ich mache ja auch nie White Star Line quasi, Tyrannik ist ja auch White Star Line und so ein Zeug, also mach wie du denkst. Aber sonst insgesamt einfach schon ziemlich schnell durchgezogen, hat mir, da fehlen auch teilweise elementare Sachen. Ich glaube, es gibt doch keinen Vorpeak, oder? Da ist ja gleich der Schlafsaal. Und wenn das Teil irgendwo reinfährt, dann sind die Leute erstmal tot, die da drin. Leute, und bitte, bitte macht Schotten, wo man nicht mehr eingefangen gefangen ist dazwischen. Ja. Wo man die hier per Hand kurbeln kann, trotzdem. Da hat Michel dann vorhin gefragt, wenn die beiden Schotten zugehen, ja, wo komme ich denn dann hin? Und dann sagte Gisa schon so, in den Himmel. Ja, das nenne ich ja Highway to Heaven, Schotten. Ja. Da ist halt dann der Ofen aus, wobei, wenn du da unten stehst und dann ist der Wassereinbruch, dann ist es generell auch bei anderen Schiffen. Das ist halt so, dass wir so wie bei Frage, Titanic ist Highway to oder Highway to Hell. Kommt weiß auf dich an. Das kommt immer ganz auf die Person an. ja, aber man muss sich dann nur diese Szene aus Titanic vorstellen, gerade Eisberg am Gramm da und die Leute schlüpfen so unter den Schotten durch und dann müsste man diesen Heizer nochmal filmen, wie er vor einer anderen Schotte steht und denkt sich, scheiße, ne? Das war's so. Und dann stoppt einfach abrupt diese Musik in dieser Szene und Ende. Gut, was wir noch positiv anmerken könnten, wäre, dass, glaube ich, das heute das erste Schiff war, das relativ anständige Kessel hatte. Oder? Ja. Da hast du... Du wirst das im Video sehen, was wir vorhin hatten. Aber es ist trotzdem ein bisschen leer im Kesselraum irgendwie. Es ist immer noch leer, also es fehlen immer noch elementare Sachen. Wir sind momentan ja auch mit unseren aktuellen Schiffen dabei, da noch Rohrleitungen und so weiter und so fort reinzupacken. Da kann man sich orientieren, wenn man Lust hat, Schiffe zu bauen. Ne? Wenn man natürlich keine Lust auf das Schiff hat und das schnell mal so durchfurzt, dann ist da natürlich eher Sense mit so Details. Ja, ne? Das ist halt eine magere Vorstellung gewesen. Von außen verspricht das Schiff einiges. Aber ich fände auch die Brückenfrauen interessant. Ich bin da mal so ein bisschen auch interessiert in solche Darstellungen. Aber von innen verspricht das dann wieder weniger. Und von daher, ja, 2 Base reichen jetzt hier nicht. Also wir werden das mit der Bewertung halten. Ne? Das muss ich halt dann gegen die Konkurrenz durchsetzen. Du musst die oberen 15 erreichen, um hier weiterzukommen. Mal gucken, wie es wird. Ich habe ja noch nicht alle Ergebnisse hier. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch zum letzten Kandidaten für diese Folge. Wenn jetzt nichts mehr ist. Und zwar ist das Darky mit der SS Prinz Boromir. Ja, dann gehen wir mal drauf. Ja, da sind wir wieder zurück. Und möchte vielleicht jemand freiwillig anfangen? Nö. Nee. Fangen Sie doch mal an. Das ist wie im Unterricht. Das ist doch kacke. Nein, das Schiff ist doch kacke. Das Schiff war... Fand ich sogar sehr gut, muss ich sagen. Also, mir sehr gut gefallen. Es war halt angegeben, dass das Schiff aus dem Jahr 1896 war das, glaube ich, ne? Ja. Ist. Dem hat es entsprochen. Es war, sah von innen sah es so aus, als wenn es aus dem Jahr kommt. Und ich weiß nicht. Bash ist jetzt nicht da, der sich gut damit auskennt, aber ich fand es dementsprechend gut. Okay, ja, Robin, du kennst dich ja auch mit alten Schiffen aus. Was ist deine Meinung? Gar keine Meinung hat er dazu. Nicht dazu. Nein, es funktioniert alles. Es ist ausgeglichen, das ist toll. Ich meine, der Gute hier, der Dr. Wopper, der hat mir schon hinter den Kulissen mit mir geredet. Spinzert er immer zu, so. Er ist, ja, genau. Und er ist auf jeden Fall sehr begeistert von dem Schiff gewesen. Ja, also,
ich habe mit ihm ein bisschen diskutiert, weil ich fand, dass manche Sachen waren ein bisschen zu weiß. Aber er konnte mich doch überzeugen, dass das Smoke Room auf jeden Fall und ganz vorne dieser Leseraum sehr gut farblich abgestimmt sind. Wobei ich ihn dann fragen musste, warum ganz vorne in diesem netten Raum irgendwelche vier Blöcke im Boden überhaupt nicht dem Muster entsprachen. Da konnte mir jetzt auch keine Antwort drauf leisten. Wir gehen aber davon aus, dass dort wahrscheinlich jemand hingekotzt haben muss oder was anderes gemacht hat, was wir jetzt nicht erwähnen wollen. Damit bin ich damit wir noch jugendfrei bleiben. Auf jeden Fall sehr solides Schiff. Es ist zwar klein, aber fein. Und ich würde damit trotzdem nicht über den Atlantik fahren. Ich weiß nicht, dafür ist das zu klein. Also ich würde es vielleicht so ja Ostseefahrten so oder so große Seen. Ja. Nicht wahr? Ja. Okay, also ihr seht schon, das ist jetzt. Wir sind mittlerweile ziemlich fertig, denn den Mopper hat er halt von der Isla Nublar mitgehen lassen. Und ich wir haben gleich 2 Uhr morgen. Nein, ich wollte sagen, wir haben jetzt fast 4 Uhr so und dementsprechend sind wir auch durch. So, Uhr anders, heute ist in anderen Zeitzonen? Wir haben doch fast 4 Uhr, zwinker, zwinker. Aber Philipp, nach 2 Uhr passiert nichts Gutes mehr. So, also diese Europalette hier, die stammt aus dem Frachtraum der Prinz Boromir von Karlsruhe. Warum hast du die mitgenommen? Ja, weil wir gedenken müssen, denn das Einzige, was mir massiv gestört hat, war der Laderaum, der ein Gefängnis ist, der den Bauopfern des Schiffes diente. Das war 15 Europaletten. Die haben sie alle gesehen. Dieser Raum hatte keinen Ausgang oder keinen Eingang. Wie konntest du die dann sehen? Ja, ich war in GM3 drin, aber das kann man ja in echt nicht. Und Sie müssen verstehen, Philipp. Ja, nein, das Schiff war auf jeden Fall sehr gut. Also das solltest du vielleicht nochmal einen Ladeschacht hinzufügen irgendwo oder eine Tür aus dem anderen Laderaum da rein, weil diese armen Europaletten. Aber sie haben Licht, ja, das war auf anderen Schiffen ja heute nicht so mit dem Licht. Aber es gab da Licht. Gut, und Michael, wie sieht's bei dir aus? Ich war, das Schiff macht einen sehr trockenen Eindruck. Nicht nur von außen, sondern auch von innen. Also mein Geschmack hat jetzt nicht getroffen. Es war dann ist interessant, aber... Noch jemand einen Trockenwitz ab? Mann. Also, ja, man könnte es auf jeden Fall als Trockendock stellen und dort nur ein bisschen updaten. Da ist es ja schon im Trockendock. Ich nehme bei Mario Kart immer gerne den Charakter Knochen trocken. Aber Knochen trocken. So. Knochen trocken war es da auch. Also. Knochen. Sie haben mein Tisch ist noch gar nicht. Sie haben mein Hebel hier kaputt gemacht. Ich hätte noch trockenes Eis und trockenen Sekt zur Disposition. Und trockenen Wein? Alles, ja, die ganzen Schalter ab. Leute, können wir bitte, Michi, kannst du das wieder wegmachen? Helfen Sie mir. Helfen Sie mir. Retten Sie mich! Muss ich aufstehen? Hallo? Nein! Michi, möchtest du noch was sagen? Mir hat's nicht gefallen. Okay, danke. Aber es war vom Standard her ganz gut. Ja, also der trockene Eindruck, den wir hatten, das war eben dem geschuldet, dass das Schiff halt auf Sand steht, was aber mir geschuldet ist, weil ich keine Zeit hatte, das Schiff für Darky ins Wasser zu setzen. Das ist auch so ein Skill, den müsst ihr selber mitbringen, also da kann ich euch auch nicht helfen. Ich kann da keine Hotline anbieten, dafür ist meine Zeit einfach zu knapp. 0815, dann das Korb ins Wasser setzen. Ja. Sonst, Ladeschächte haben sie ja schon angesprochen, da hat ja einer gefehlt, der Raum ist komplett abgeschottet. Kannst du mal Minecraft Data Cruises fragen, vielleicht gibt ihr deinen Ladeschacht ab, weil der hatte definitiv zu viel Ladekapazität und du hast zu wenig. Also ihr habt da so ein bisschen, ihr müsst das ausgleichen. Sonst, ja, es ist auf jeden Fall, dass sich da auch, glaube ich, ein bisschen an Drash noch mit orientiert, wie der das alles so dargestellt hat, wie der da so vorgegangen ist. Das hat man auch gesehen, der Maschinenraum vor allem sah gut aus, aber alles detailreich dargestellt. Insgesamt war das eine runde Nummer eigentlich, also da war eigentlich von meiner Seite auch nichts, was man jetzt ernsthaft hätte kritisieren können. Das ist halt einfach ein altes, kleines Schiff. Ich fühle mich so ins Umbria, Etruria Zeitalter zurückversetzt. Na Robin, die sind ja auch so flach. Ja. Ja. Und bevor ich, also es ist wie gesagt eine gute Leistung und du hast ja auch punktemäßig gut abgeräumt.
Okay, das wär's jetzt auch mal so von meiner Seite. Und bevor Robin noch in seinen Whopper beißt, würde ich sagen, dass wir jetzt langsam mal wieder die... Niemals würde ich meinem guten Freund Dr. Whopper beißen. Das würden spannend. Sie vielleicht in den Pilz beißen, der neben Ihnen steht? Kommt doch... Nee, das sieht aus wie ein Fliegenpilz. Philipp, was haben Sie getan? Der ist verwirrt. Leute, diese Fischköpfe können Sie auch auf der Titania begutachten, in der Fischküche. Ah, die TARDIS. Also jetzt schon, das läuft jetzt hier alles aus dem Ruder. Ich möchte nur noch mal darauf zu sprechen kommen, dass erstens Jo nicht da ist. Der war ja vorhin mal kurz da. Und zweitens, die Joker sind halt immer noch nicht gebraucht worden. Das heißt, wir gehen ohne Joker dann irgendwann. Wir haben noch zwei Folgen danach. Wenn sie noch einen Joker einsetzen möchten, wenn sie was gut finden. Wir haben doch nur einen über das ganze Zeug hinverteilt, oder nicht? Ja, aber was will ich denn im Recall mit Jokern? Mit Data geht's sogar noch, aber danach gehen keine Joker mehr. Warum nicht? Echt nicht? Was will ich denn Motto-Shows mit Jokern? Die Leute müssen sich da messen, die müssen Leistung abliefern. Wie viele Schiffe haben wir noch? Und nicht mit euren, also nächste Runde im Recall gehen die Joker noch, dann lassen sie weg. Okay, ich weiß, welches ich weiterschicke. Es gibt noch 10 Schiffe, also 10 Schiffe müssen wir uns noch angucken. Dürfen wir uns müssen noch angucken. Müssen oder werden? Wir werden, wir müssen und wir dürfen. Alles gleichzeitig. Schielen Sie mich nicht so an. So Leute, wir beenden diese Folge wieder. War ein bisschen chaotischer heute, ein bisschen spontaner, auch mit der Jury-Zusammensetzung. Nächstes Mal machen wir dann, wie ich schon angekündigt habe, halt ab der Aurora Grace bis zur Carpaldi, also auch die Sunshine Conqueror, die Neue Berlin und das Rettungsboot, kommt alles mit rein. Und ja, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.